Ja, hallo zusammen und willkommen bei uns bei den Miracle Keepers. Pünktlich zum Release von Magic Origins, das letzte offizielle Core-Set, das ja erscheinen wird, wollen wir hier ein Standard-Deck vorstellen, was ihr heute schon beim Friday Night Magic spielen könnt. Und ich glaube, dieses Deck hat schon in sich. Es dürfte sogar, man weiß es noch nicht genau, aber in Richtung Budget gehen. Also baut mal fleißig drauf los und testet das Deck bei eurem ersten FNM mit Magic Origins. Aber kommen wir jetzt zum Deck, bevor die Unboxing Season losgeht. Ja, wir fangen an mit den Kreaturen. Wir spielen hier an den 20 Kreaturen. Und das reicht aber eigentlich, denn wir brauchen ein paar Spells ebenso. Aber fangen wir an hier mit Ornithopter. Der darf natürlich nicht fehlen. 0 Mana kosten, fliegend und hat zwar nur 0,2, aber ihr wisst wahrscheinlich, was darauf kommen wird. Aber dazu später. Also den hier im Playset drin. Der Chief Engineer, den brauchen wir unbedingt mit 2 Mana 1,3. Er wird zwar Ziel von etlichen Burn-Spells werden oder auch Removals, denn unsere Artefaktsprüche bekommen dadurch Convoke, also einberufen und werden deshalb schneller gecastet, als dem Gegner lieb ist. Als nächstes im Playset den Fob, der Engineer von Magic Origins mit 3 Mana 1,3. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen wir sogar einen 1-1er farblosen Fob der Artefaktkreaturen-Spielstein, der ebenso fliegend ist, aufs Spielfeld. Und unsere Artefakte, das dürft ihr nicht übersehen, haben, die wir kontrollieren, Eile. Das heißt, wir können sofort detekten mit dieser Geschichte. Und genau deswegen ist dieser Ingenieur oder eigentlich ein weiblicher Ingenieur wirklich absolut perfekt für unser Deck, deshalb auch im Playset hier gesetzt. Dann als nächstes den Chief of Foundry für 3 Mana, farblose wohlgemerkt, 2-3, ist zwar jetzt nicht so stabil hinten, eine 4 wäre wesentlich besser, da er dann ein bisschen removalfähiger ist, also widerstandsfähiger ist, aber andere Artefaktkreaturen, die wir kontrollieren, kriegen plus 1, also der perfekte Lord für unser kleines Affinity Standard Deck, wenn man es so nennen darf. Ja, als nächstes haben wir den Hangerback Walker. Ich glaube, dass der nicht wirklich teuer werden wird. Außer dieses Deck wird alle Rekorde brechen. Dann kann natürlich hier der Preis ein Stück hoch werden. Hangerback Walker kommt ins Spielfeld mit eben X plus 1 Counter auf ihm drauf. Und wir sehen ja von den Mana-Kosten her, wir können hier X1 machen. Dann kommt er halt mit einem plus 1 Counter ins Spielfeld oder halt dementsprechend höher. Man darf nicht vergessen, durch den Chief Engineer haben wir ja Convoke-Fähigkeit. Somit dürfte es uns hier relativ gut und schnell gelingen, einen hohen Walker ans Spielfeld zu bringen. Und wenn er eben stirbt, dann kriegen wir ebenso viele plus 1, ebenso viele 1-1er Fob-Artefakt-Kreaturen-Spielsteine ins Spiel, die eben fliegend sind, wie er plus 1 Counter auf ihm drauf gehabt hat. Aber das Wichtigste, man kann auch ein übrig gebliebenes Mana im Mid- und Late-Game dazu verwenden, ihm eben noch eine plus 1 Marke draufzulegen. Somit kann man ihn wachsen lassen und deshalb ist der Typ wirklich, wirklich gut. Und mir gefällt auch das Layout, das Artwork, wie man hier sieht, relativ gut. Ja, kommen wir zur letzten Kreatur, die Scuttling Doom Engine. Schade eigentlich, dass die nie wirklich Play gesehen hat. Ich finde sie irrsinnig genial, denn sie kann weder geblockt werden von Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger, also gegen jedes Aggro-Deck natürlich perfekt. Und wenn er stirbt, dann kriegt der Gegner unserer Wahl 6 Schadenspunkte. Und er macht immerhin 6 Schaden, teilt er aus. Jetzt vergesst nicht, mit Fob der Engineer hat diese Engine sofort Eile. Und mit dem Chief Engineer können wir auch die Mana-Kosten relativ schnell bezahlen. Also eigentlich perfekt synergierend. Ja, das war's aber schon bei den Kreaturen. Kommen wir also hier zu den ganzen normalen Spells. Hier darf natürlich, wie man sieht, Shrapnel Blast im Playset nicht fehlen. Genau das ist auch der Grund, warum wir die Scuttling Doom Engine einbauen, denn sie synergiert auch wieder gut. Denn man muss sich vorstellen, wenn man den erstmal mit Shrapnel Blast zerstört, dann kriegt der Gegner schon mal 6 Schaden von der Scuttling Doom Engine und nochmal 5 von Shrapnel Blast. Das heißt wirklich Damage 11. Und bis dahin haben wir den Gegner relativ schnell runtergedrückt, glaubt mir. Ja, dann darf nicht fehlen im Playset Ensoul Artefakt. Wird ja auch, glaube ich, im Modern mittlerweile auch gespielt. Und jeder kennt den Spruch, er kann schon bitter böse sein. Denn unser Fopter, der eben, der Ornithopter, der eben mit 0,2 aufs Spielfeld
prompt ohne Mana-Kosten kann hier Runde 2 bereits, wenn man es wirklich richtig zieht, mit 5 Damage austeilen und das Ganze fliegend, also somit Evasion gegeben, und das wirklich schon Runde 2. Es gibt natürlich dann in der Mana-Base, das sehen wir dann, noch eine andere Option, aber zu der komme ich dann später. Was nicht fehlen darf aus Magic Origins, der FOB, das Spy Network, für 2 blaue Mana, 2 beliebige, eine Verzauberung, und immer zu Beginn unseres Versorgungssegments, wenn wir ein Artefakt kontrollieren, was jetzt nicht wirklich schwer ist, dann können wir oder kriegen wir einen FOB der Artefakt-Kreaturen-Spielstein eben wieder mit 1-1 und fliegend aufs Spielfeld. Und wenn wir wenn eine Artefakt-Kreatur, die wir kontrollieren, eben Kampfschaden auf einen Spieler austeilt, dürfen wir wieder eine Karte ziehen. Also super Sache, es versorgt unser Deck einfach mit Nachschub, denn wir haben so viele fliegende Kreaturen dann heraußen, dass wir mit Sicherheit den einen oder anderen Schaden drücken und somit immer wieder Kartenvorteil erwirtschaften. Aber hier nur zweimal gesetzt, ich denke öfters braucht es hier in dem Fall nicht. Damit wir lästige Blocker oder halt gegnerische Kreaturen, die uns eher das Leben schwer machen könnten, wegbekommen, habe ich hier jetzt erstmal dreimal Lightning Strike gesetzt und ich muss sagen, reicht vorerst mal sehr gut. Als nächstes haben wir zweifach den Artificer Epiphany mit 3 Mana, ein Spontanzauber, der eben besagt, dass wir 2 Karten ziehen dürfen. Wenn wir keine Artefakte kontrollieren, dann müssen wir eine Karte wieder abwerfen. Ist ein super Spruch, für 3 Mana relativ kostengünstig, und wir dürfen 2 Karten nachschieben, also es ersetzt nicht nur sich selbst, sondern wir kriegen eine Karte mehr dazu. Aber wie gesagt, wir müssen ein Artefakt kontrollieren, was aber, wie auch schon vorhin erwähnt, nicht wirklich schwer sein wird. Somit hier zweimal drin, einfach so im Midgame, damit man ein bisschen Kartennachschub hat, wenn man nicht gerade irgendwelche auf der Hand hat. Was nicht fehlen darf, wenn ich schon blau spiele, auf alle Fälle Negate. Warum baue ich es hier im Mainboard ein? Ganz einfach, das Deck schwächelt oder kränkelt gegen Massenremoval, und das wollen wir möglichst zu dem Zeitpunkt, also das heißt ab 4 oder 5 Mana, relativ schnell verhindern können. Somit zweimal hier Negate, das dürfte eigentlich ausreichen. Zum Sideboard komme ich dann eh nachher noch. Ja, und dann noch einmal natürlich als One-Off hier der Obelisk of Urd. Für 6 Mana, hat aber von Haus aus einberufen, also wir brauchen nicht mal den Chief Engineer dazu. Aber wenn er ins Spielfeld kommt, dürfen wir einen Kreaturentyp bestimmen. Ja, da könnt ihr euch vorstellen, was wir wählen, natürlich die Fopters, und dann kriegen diese +2/+2, weil das sollte eigentlich unser Ziel sein. Somit könnte man sich vorstellen, ohne Fopter gemeinsam mit Ensoul Artifact würde dann eine 7-7er Kreatur bedeuten, und glaubt mir, das haut schon wirklich rein. Ja, das war's aber auch schon von den Spells, also ihr seht hier 18 Spells und die 20 Kreaturen, das heißt, uns bleiben im Endeffekt noch 22 Länder, somit schwenken wir sofort zur Mana Base um. Die Mana Base hier, ganz eindeutig und klar natürlich Dark Steel Citadel, die ja von der M15er Serie her legal ist, ist unzerstörbar und erfrischt unseren Mana Pool mit einem farblosen Mana. Ja, Ensoul Artifact hier drauf zu sprechen, würde für den Gegner absolut der Tod bedeuten, denn Runde 2 schon mit 5 Mana unblockbar zwar schon, aber unzerstörbar, das tut einfach so viel Druck aufbauen, dass der Gegner meistens aufgibt, wenn er keine passende Antwort findet, das heißt, die Uhr läuft für uns. Ja, dann hier zweimal der Temple of Epiphany, ist glaube ich reicht, zweimal Scry anzuwenden und dreimal Shivan Reef. Ich will einfach eher hier keine Zeit verlieren, wir sind ja doch ein starkes Agro-Deck, deshalb hier dreimal das Painland in Rot und Blau gestaltet, und wenn wir, wie gesagt, ein Artefakt sprechen, was sowieso kein Mana benötigt, kein farbiges, dann können wir es ohne Schmerz verkraften, hier ein Mana zu erzeugen. Ja, hier, wie gesagt, dreimal. Der Rest baut sich auf 6-mal eine Insel, 6-mal ein Gebirge und einmal als One-Off hier das Foundry of the Consuls, das uns ja auch wieder ein farbloses Mana generiert, und ich im späteren Folge eben dieses Consuls opfern kann, um 2 1-1er fliegende Artefaktkreaturen Spielsteine wieder ins Spiel zu bekommen. Sollte uns einfach nur ermöglichen, wenn wir brauchen das Mana nicht unbedingt, dann kann man es eben opfern. Ja, das war's jetzt eigentlich schon vom Grundgerüst des Decks. Wie schon am Anfang des Videos erklärt,
dürfte es sich wirklich um Budget-Version handeln. Ich kann es leider noch nicht sagen, da ich nicht weiß, wo die ganzen M15er Karten, M15er, ja, weil heute, weil das Jahr 2015 ist. Nee, Magic Origins Karten, wo der Preis hier liegt. Aber ich glaube, die Karten, die hier eingebaut sind, dürften sich wirklich im Budget Rare, Budget-Bereich befinden und somit, glaube ich, dürfte es da keine 100 Euro ausmachen, dieses Deck. Aber genug vom Grundgerüst, kommen wir kurz zum Sideboard. Und zwar sehen wir hier viele Karten, viele One-Offs. Ja, ich habe es einfach mal so ein bisschen gestaltet, denn keiner weiß so genau, wie sich das Meta verändern wird. Und man darf nicht vergessen, ab Oktober ist ja dann sowieso wieder soweit. Dann ändert sich sowieso wieder komplett alles. Dann gibt es ein paar Karten nicht mehr, die legal sind. Also, das Deck ist sicher ein Fun-Deck, was nicht teuer ist. Und spielt es einfach, testet es und sagt mir Bescheid in den Kommentaren, wie es wird. Aber jetzt zum Sideboard, wir sind dann noch nicht am Ende. Hier zweimal Negate, einfach wenn ich wirklich mit vielen gemeinen, fiesen Sprüchen zu tun habe, packe ich mir die rein ins Deck, also Control Decks absolut das Nonplus Ultra hier, diese ins Mainboard zu stecken. Wenn ich gegnerische Fettis habe, ja, die mir einfach wirklich das Leben schwer machen, oder auch Planeswalker, dann packe ich den Clever Impersonator rein, da mir der einfach alles kopiert, was ich gerade brauche. Also das heißt, er kopiert mir nicht nur Kreaturen, sondern auch wirklich Planeswalker, vergiss das nicht. Auch schade, dass dieser Impersonator nicht wirklich Play sehen konnte. Weil einfach zum Testen habe ich hier den Mythium Meddler eingebaut für 3 Mana, 1, 4, super Sache, Flash. Wenn er ins Spiel bekommt, dürfen wir ein Ziel eben umlenken auf den Meddler. Das passt perfekt für Beilbleit, für eben irgendein Removal, der unsere Schlüsselkreaturen hier wegfegen möchte. Einfach super. Baut ihn einfach mal rein, testet ihn. Ich weiß nicht, ob es als One-Off reicht. Vielleicht braucht man ihn noch zweimal. Da das Meta auch noch immer stark mit Schwarz besehen ist und viel Discard gespielt wird oder auch vielleicht gegen die ein oder andere Mill-Deck-Strategie, die vielleicht kommen mag, das ja relativ gute Sprüche gibt, habe ich Orbs of Warding eingebaut für 5 Mana eben ein Artefakt. Das besagt, immer wenn eine Kreatur uns Schaden zufügt, dürfen wir einen Schadenspunkt davon eben verhindern. Und ich habe zugleich Flugsicherheit. Das heißt, ich kann kein Ziel mehr von Fähigkeiten oder Zaubersprüchen werden. Und das tut schon, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut. Aber es betrifft nur mich als Spieler selbst. Bitte Vorsicht. Das ist einfach spitze, wenn ich heute gegen Fortis oder The Rest oder Dispers, wie sie nicht alle heißen, nicht Dispers, ja, ist egal, wenn ich gegen diese antrete, dann ist der einfach irrsinnig ideal. Deswegen hier als One-Off einfach mal als Beispiel, was so alles machbar ist. Ja, als nächstes habe ich hier zweimal Rose drinnen. Rose darf nicht fehlen. Ist zwar nur eine Hexerei, aber sie fügt immerhin 5 Schadenspunkte auf eine Kreatur unserer Wahl ohne Fliegen, eben eine nicht fliegende Kreatur zu. Und den packe ich mir natürlich gegen jeden Siege Rhino ein oder auch gegen einen Polukranos und so weiter. Der ist ja immer noch standardlegal und deswegen brauchen wir einfach einen großen Removal-Spruch, ohne gleich unsere wertvolle Schrapnellblast zu verpulvern. Ja, im Mirror-Match oder auch in ja, Midrange-Lastring-Decks gegen Agro-Decks wird es einfach ein bisschen zu spät sein, packe ich mir Soul of New Fear Hexe ein, der eben Trampelschaden austeilt, aber er hat eine interessante Nebenfunktion und zwar für 5 farblose Mana und das kriegen wir eigentlich schon immer gut zusammen, dann kriegen unsere bleibenden Karten, die wir kontrollieren, Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges und das tut natürlich schon richtig ordentlich weh. Ja, man könnte ihn natürlich wieder auch vom Friedhof nochmal unsere bleibenden Karten unzerstörbar machen, wenn wir ihn eben exilen. Einfach nur so eine Nebenfunktion. Also das heißt, auch wenn er disgekadet wird, oder halt irgendwie auf dem Friedhof landet, wir können ihn noch einmal nutzen. Ebenso Mirror Mockery, mir gefällt der Spruch einfach irrsinnig und ich glaube, der wird jetzt wahrscheinlich mit der Rotation mehr Bedeutung finden, denke ich mal. Auf alle Fälle, immer wenn die verzauberte Kreatur angreift, kriegen wir als Controller der Karte ja einen Token davon. Das heißt, gut gesetzt schaltet es jeden Siege Rhino aus, außer als Blocker. Im Prinzip kann man aber auch Mirror Mockery sehr gut auf den Fopter-Ingenieur sprechen. Dann könnten wir immer, wenn wir mit dieser angreifen, wieder eine Kopie von ihrem Spielfeld bringen. Somit kriegen wir immer wieder einen flugfähigen Fopter-Artefakt-Kreaturen-Spielstein und so weiter und so fort. Also macht schon Sinn. Oder auch eben als Pseudo-Removal
für unseren Gegner. Kommen wir zur nächsten Karte, das ist der Phyrexian Revoker für 2 Mana. 2-1 ist zwar jetzt nicht massiv stark, aber man kann eben alles abschalten, sogar Mana-Aktivitäten könnte man von, also Mana-Beschleuniger wie zum Beispiel der Sylvan Caryatid kann man damit abschalten oder auch jeden Planeswalker seine Fähigkeiten verhindern und so weiter. Er wird zwar Removal fressen, aber er verschafft uns zumindest ein bisschen Timewalk. Ja, gehen wir aber zur nächsten Karte, Disdainful Stroke. Glaube ich, brauche ich nicht erklären. Ist einfach gut gegen Sprüche, die 4 oder mehr Mana kosten. Und jeder weiß, glaube ich, wann er die einbauen soll oder kann. Und dann nochmal wirklich auch wiederum eventuell im Mirror Match oder auch gegen starke Agro-Decks kann man Anger of the Gods einsetzen. Bitte aber hier bedenken, ist nur ein Beispiel, ihr müsst auf alle Fälle ein bisschen zurückhaltender spielen, wenn ihr Anger of the Gods einbaut, denn sonst removed ihr schließlich fast alle eure eigenen Kreaturen und das wollen wir wohl eher nicht. Ja Leute, und das war's auch schon von dieser kleinen Deckvorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bitte euch um eure Kommentare da draußen, wie ihr das Deck findet und vielleicht findet sich ja wirklich der ein oder andere unter den Zuschauern, der das Deck auch wirklich testet beim FNM und so lieb ist, hier ein bisschen ein Resümee hier auf unserem Channel präsentiert. Das würde mich wirklich freuen, denn ich komme wahrscheinlich nicht dazu, dass ich das Deck mal irgendwann teste. Ist einfach ein bisschen Zeitproblematik momentan bei mir. Ja Leute, aber in dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit Magic Origins. Auch von Marco und liebe Grüße. Es geht die Unboxing Season ja jetzt dann los. Aber ich hoffe, das kleine Deck hier gefällt euch. Ich will es fast um Punkt 12 hier freischalten, denn dann sind die Läden meistens offen und ihr kauft euch schon fett die neuen Displays, hoffe ich doch, und könnt so ein geiles Deck hier draus bauen. Ja, und in dem Sinne sage ich viel Spaß, viel Erfolg beim Draft bzw. bei eurem FNM-Turnier und in dem Sinne tschüss, bis zum nächsten Video.